Hallo und herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir. Wir schauen mal rein, wie die Energien sind für den heutigen Dienstag. Ich hoffe, du hast die ganzen Festivitäten gut überstanden, bist gut durch die Zeit gekommen und jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Heute am Dienstag dementsprechend. Schauen wir mal. Der Page der Stäbe. Der Page der Schwerter. Die Sieben der Kelche. Königin der Schwerter. Und die Neun Münzen. Okay. Also, meine Lieben, in der Mitte der Legung liegen heute die Sieben Kelche. Es kann sein, dass es hier zu Verwirrung gekommen ist oder zu einem übermäßigen Überangebot an Emotionen von anderen Menschen. Vielleicht ist es aber auch deine eigene innere Ungeduld gewesen oder ist es immer noch heute. Hier gibt es auf jeden Fall eine Verstrickung hin zu Zerstreutheit, könnte man sagen. Genau, das ist das Wort, was ich suche. Es kann sein, dass du unkonzentriert bist, dass du heute dich leicht ablenken lässt, dass da so viele Kleinigkeiten immer wieder zu dir hingetragen werden oder du vielleicht auch selber aktiv immer wieder in die Zerstreuung gehst, sodass du wirklich Schwierigkeiten hast, damit hier irgendwas anzupacken. Ja, heute ist vielleicht kein Tag, wo du so viel auf die Kette kriegst, wo so viel geleistet wird. Es kann durchaus sein, dass du hier irgendetwas ausprobieren musst. Ja, mit dem Pagen, dass hier etwas ausprobiert wird, dass etwas spielerisch gemacht wird. Und vielleicht weißt du heute nicht, wo du anfangen sollst. Ja, es gibt so viel zu tun. Eigentlich müsste ich. Und dann hast du da so eine 7-Punkte-Plan. Ja, hier deine 7 Kelche. Und weißt einfach nicht, wo du jetzt anpacken sollst. Oder wo es jetzt hingehen soll. Was du machen darfst. Oder kannst. Ja, was sinnvoll wäre einfach so. Es ist eine generelle gedankliche Zerstreuung einfach da, weil du vielleicht hast spontan Lust hast, was zu machen, weil du spontan den Ball zugeschmissen bekommst und alles klingt irgendwie gut. Es ist so wie, wenn du eine Einladung bekommst, kommst du heute Abend mit dahin und du denkst dir, okay, ja, gehe ich dahin und eine Stunde später kommt eine Einladung, ja, kommst du vielleicht mit dahin und dann denkst du so, das ist auch schön. Und dann hängst du da vielleicht und weißt nicht, soll ich hier oder soll ich da oder soll ich dann die dritte Option oder mache ich jetzt dies und das? Du hängst da so zwischen den Stühlen und weißt vielleicht nicht so genau, wohin mit dir. Und jetzt ist es an der Zeit, hier eine innovative Entscheidung zu treffen und etwas zu beginnen, ja, mit der Königin der Schwerter, hier deinen Platz einzunehmen und mit dem Schwert mal ganz genau nachzudenken. So, Moment mal, ich drehe hier dem Ganzen den Rücken zu, ja, ich drehe mich hier bewusst. Drehe ich mich hier weg von diesem Überangebot der Zerstreuung, dem ganzen Funkelnden und Glitzernden und Piepsenden und Lauten und wende mich hin zu etwas, was mir gut tut. Ich wende mich von etwas ab. Ich habe hier gerade zwei Gänse vorbeifliegen sehen, die sind auch nach links geflogen. Vielleicht wendet sich der ein oder andere auch von einem emotionalen Drama mit einem Menschen ab und das geht dann nach links raus hier. Die Königin der Schwerter sitzt da auf jeden Fall und lässt sich von dem ganzen Kram in ihrem Rücken da nicht beeindrucken. Das liegt in ihrer Vergangenheit. Vielleicht muss auch das ein oder andere einfach abgeschlossen werden. Es geht vielleicht darum, mit manchen Sachen einfach einen Frieden zu finden, auch wenn es nicht friedlich war oder ist, auch wenn es vielleicht Anlass dazu gibt, immer und immer wieder in den Kelch zu gucken und zu schauen, was da los ist. Aber es ist jetzt nicht mehr notwendig, alles durchzuackern da, sondern manche Sachen darf man dann auch hinten rüber fallen lassen, weil mit den 9 Münzen hier haben wir einen ganz wunderbaren Umstand. Die 9 Münzen wiederum stehen für die Eigenständigkeit, für das Selbstständigsein, für das mit sich selbst im Reinen sein. Ja, du hast mit den 9 Münzen alles getan, was notwendig war, um zu deinem Frieden zu kommen. Und manchmal ist Fortschritt langsam. Ja, wir haben hier unten so eine ganz, 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 ganz kleine Schnecke. Seht ihr die? Manchmal ist der Fortschritt ganz langsam, so wie die Weintrauben da auch langsam wachsen. Es ist bereits jetzt hier etwas vollbracht worden. Du entscheidest dich dafür, dahin zu gehen.
Ja, dich um deine Angelegenheiten zu kümmern, dich darum zu kümmern, hier etwas aufbauend zu unterstützen, es für dich bequem zu machen sozusagen. Wir haben heute die Tagesenergiezahl 9, 8, 6. Und sie sagt, dass eine Lektion jetzt abgeschlossen ist. Eine Lektion ist hier verstanden worden, auch wenn das immer und immer wieder an dich herangetragen wurde. Jetzt hast du es verstanden, kannst damit abschließen und dann kannst du in Zufriedenheit, ja, auch durch deine eigene Geistesentscheidung, weiter voranschreiten. Wir schauen mal aus dem Engel-Orakel für jeden Tag, was wir da heute noch für eine Zusatzbotschaft bekommen. Da haben wir das Herzchakra. Liebe ist das Herz dieser Angelegenheit. Dein Herz ist das Zentrum in deinem physischen Körper, das am stärksten auf die Liebe ausgerichtet ist. Du kannst ohne Sorge und mit offenem Herzen lieben und zulassen, geliebt zu werden, da wir dir jederzeit mit perfektem Schutz und Führung zur Seite stehen. Also musst du gucken, ob du das für dich integrieren kannst in die Botschaft heute. Wenn nicht, dann lass es einfach auf dem esoterischen Supermarktregal liegen. Na, du musst nicht alles ins Körbchen packen, nur weil es hier auf den Tisch kommt. Wir gucken mal, was das Erzengel-Orakel uns noch mitteilen möchte. Da hätte ich gerne auch noch eine Karte, bitte. Danke sehr. Und zwar Überwindung von Schwierigkeiten. Das Schlimmste hast du jetzt hinter dir und du überwindest problemlos alle hervorigen Herausforderungen. Erfahrungen, wollte ich gerade sagen. Also alle problemlos, alle vorherigen Herausforderungen und Erfahrungen. Das Schlimmste hast du jetzt hinter dir. Gut, also vielleicht hast du auch echt emotional abgeschlossen und dir ist wirklich ein Stein vom Herzen gefallen oder ein Vorhängeschloss. Vielleicht hattest du ein dickes, fettes Vorhängeschloss um dein Herz liegen und jetzt ist es an der Zeit zu sagen, nope, dieser ganze Scheiß da ist jetzt nicht mehr Teil meiner Zukunft. Dieser ganze Mist, der dahinter mir liegt, war zu etwas gut. Ja, der hat mich zu irgendetwas gebracht, was ich jetzt wissen kann oder darf. Aber jetzt kommt der Turning Point. Ja, jetzt mache ich hier einen U-Turn, gehe am Wendepunkt halt um die Ecke und fange noch einmal neu an. Wir haben hier nochmal die Liebe. Wahre Liebe, die romantischen Regungen deines Herzens haben das Universum dazu bewogen, dir große Liebe zu bringen. So, kann entweder Liebe sein zu jemand anderem oder zu dem, was du auf deinem Zukunftsweg für dich siehst. Ja, vielleicht verliebst du dich auch in die guten Chancen, die auf deinem Weg liegen, die guten Gelegenheiten. So, schauen wir mal weiter. Vielleicht wirst du auch nicht mehr sesshaft für halbgare Angelegenheiten. Vielleicht möchtest du nicht mehr in einer Beziehung sein, wo du nur das fünfte Rad am Wagen bist oder wo du immer nur dann verfügbar sein sollst, wenn es dem anderen gerade passt. Wir haben hier den Tanz. Ich glaube, die habe ich noch nie gezogen in einem öffentlichen Orakel. Schauen wir mal. Wenn wir um Führung bitten, dann handeln und unserem Vertrauen in ein Ergebnis setzen, das wir noch nicht sehen können, haben wir den Tanz mit Gnade und Segen begonnen. Hä? Nochmal. Das ist ja gestelzt formuliert. Also, bitteschön. Wenn wir um Führung bitten, dann handeln und unser Vertrauen in ein Ergebnis setzen, das wir noch nicht sehen können, haben wir den Tanz mit Gnade und Segen begonnen. Okay. Also, vielleicht weißt du auch noch nicht so ganz genau, wohin die Reise geht hier. Ja, aber du hast hier so eine Ahnung. Du hast hier so eine Ahnung davon, wie du dich fühlen möchtest und wie du aufgestellt sein möchtest und was du in deinem Leben auch noch erreichen möchtest. Kannst es vielleicht noch nicht im Ganzen überblicken, was auch in Ordnung ist, aber zumindest lässt du irgendein Lug, Betrug, irgendein Minenfeld, ein emotionales Minenfeld hinter dir und sagst, nee, all diese Kinderkacke hier, diese ganzen kindlichen Versuche, mich aus meiner Ruhe zu bringen oder dieses unreife Verhalten, dieses ganze oberflächliche Rumgespiele mit meinen Gefühlen, all diese Dinge, die lasse ich jetzt hier radikal hinter mir, weil ich überwinde diese Schwierigkeiten, kehre dem Ganzen den Rücken zu, treffe kluge Entscheidungen wie die Königin der Schwerter und dann setze ich alles daran, hier
meinen entspannten Lebensabend oder mein entspanntes zukünftiges Leben hier vernünftig umzusetzen. Weil es ja darum geht, eine Lektion abzuschließen und dann zufrieden weiterzugehen. Für den einen oder anderen höre ich hier gerade, es ist auch trotzig, aber es ist auch gut. Das gibt dir hier Antrieb. Ja, vielleicht bist du auch trotzig und sagst, weißt du was, all das, was mit jemand anderem in der Vergangenheit passiert ist, das hat mir jetzt endgültig die Scheuklappen runtergerissen und jetzt erst recht. Ja? Jetzt, wo ich diesen ganzen Mist hier erkannt habe, wo ich weiß, dass ich verarscht wurde oder dass ich vielleicht auch naiv an Menschen geglaubt habe, die es nicht wert waren, die einfach unreif sind. Jetzt drehe ich mich hier um und sage, no, das ist nicht mehr Teil meiner Geschichte. Ich mache jetzt erst recht mein Ding. Ich mache jetzt erst recht das, was für mich gut ist. Und ja, dann schreitest du halt voran. Da gibt es auch so einen schönen Spruch für die Löwegeborenen. Der heißt, wenn man einem Löwen sagt, er kann es nicht, dann macht das zweimal und schießt Fotos davon. Also, vielleicht hat jemand gesagt, nee, das kannst du eh nicht, das schaffst du nicht. Und du sagst, weißt du was, jetzt setze ich mich hin, mache mir hier meinen Masterplan und dann vorwärts. Ja, dann gehe ich da lang und dann zeige ich dem anderen lächelnd den Mittelfinger, wenn ich am Ziel angekommen bin. So eine Energie kommt hier am Ende durch. Also ihr Lieben, gut, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Gehabt euch wohl, stellt euch auf die Hinterbeine, setzt euch hin, macht euren Plan und dann geht's hier vorwärts. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag und ja, wie immer freue ich mich über Likes und Kommentare. Wer mag, darf natürlich was spenden. Du kannst auch gerne eine Kanalmitgliedschaft abschließen und dann bist du hier immer exklusiv als erstes mit dabei. Genau, so machen wir das. Und ich bin zurzeit nur über mein E-Mail-Fach erreichbar. Meine Homepage ist gerade down. Das ist aber auch in Ordnung so. Die wird gerade überarbeitet. Gut, ihr Lieben, dann bis morgen. Ciao.